Würzburgs Stürmer Maximilian Bräunig hatte im Mai einen schweren Autounfall. Die Diagnose, er könne womöglich nie wieder Fußball spielen. Gestern in Großasbach feierte er sein Comeback und das durchaus mit Erfolg. Die Gäste aus Würzburg in Gelb, das deutlich bessere Team gegen schläfrige Großasbacher und in der 23. Minute mit der Führung. Maximilian Bräunig nutzte den Abwehrbock der Gastgeber. Der emotionale Glücksmoment für den 19-Jährigen zum 0:1. Nur eine Minute später der Doppelschlag der Würzburger Großasbach. Viel zu passiv und zu weit aufgerückt. Fabio Kaufmann ohne große Mühe zum 0:2. Für Großasbach und sein Trainerduo Heiner Backhaus und Mike Sadlo kam es noch schlimmer. Die Schwaben kurz vor der Pause mit Platzverweis. Würzburg nach der Halbzeit in Überzahl gnadenlos. 49. Minute Dominik Baumann mit dem 0:3. Großasbach schaute nur noch zu. Wie auch in der 50. Minute Fabio Kaufmann traf zum 0:4 sein zweites Tor des Abends. Die Würzburger Torschützenliste wurde noch länger. Großasbach mit gütiger Mithilfe, Würzburgs Neuzugang Saliu Sané mit seinem Premierentor im Premierenspiel für Würzburg, 0:5 für das Team von Trainer Michael Schiele. Und kurz vor Schluss war das halbe Dutzend voll. Niklas Hoffmann mit dem 0:6, die höchste Niederlage für Großasbach in der dritten Liga. Für den Tabellenelften aus Würzburg und Rückkehrer Maximilian Bräunig war es eine Auswärtsfahrt zum Genießen.